Ja, manchmal ist es ja so, dann hat man meine Kundin da. Ein einziges Mal war die bei mir zum Unterricht und danach ist sie nicht mehr wiedergekommen, obwohl sie eigentlich gesagt hat, dass sie das total inspiriert hätte mit dem Unterricht. Dann fragt man sich halt, komisch, wenn es ihr doch gefallen hat, warum kommt sie dann nicht wieder? Ja, und dann auf einmal kriegte ich von der Frau eine E-Mail und die werde ich euch gleich mal vorlesen. Da steht halt in der Überschrift, meine Fortschritte mit, ich nenne das Pferd jetzt einfach mal Fritz, das heißt natürlich anders. Es gibt aber dazu auch einen Blogbeitrag, auch das noch in die Infobox oben rein. Und da könnt ihr auch Fotos von dem Pferd sehen und seht halt auch, dass das authentisch ist. Und hier schreibt sie, hallo Nicola, vermutlich erinnerst du dich gar nicht mehr an mich. Ich hatte irgendwann im total verregneten Frühjahr eine Schnupperstunde im Horsemanship bei dir mit dem tollen Lucky. Dabei hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, weil er sich nicht wohlfühlte neben mir und du gesagt hast, ich solle meine Energie runterfahren. Bevor ich jetzt weiterlese bei der E-Mail, möchte ich euch auf ein Video aufmerksam machen, was ich im Mitgliederbereich für euch hochgeladen habe. Und zwar diesmal im 2-Euro-Bereich. Und zwar mit dieser Energie. Ich habe zwar wirklich oft Erfolg mit Pferden, manchmal nur nach einer Stunde, manchmal nach 3 Stunden, manchmal dauert es auch ein Jahr, besonders wenn man nur einmal im Monat Unterricht nimmt. Aber es gibt ja auch schon mal Kunden, die machen das nicht. Die sagen halt, sie können sich das nicht leisten. Das stimmt vielleicht auch, aber man weiß es ja eigentlich nicht. Ne? Manchmal ist es halt so, dass sie ihr Geld halt lieber für andere Dinge ausgeben, essen gehen oder so. Ne? Das weiß man wirklich nicht. Und diese Regel, die ich eigentlich habe, mindestens einmal im Monat nicht einhalten. Und wenn sie das nicht tun, also zum einen kommt bei mir Ärger auf. Und zum anderen, ja, eigentlich normalerweise sage ich auch ja, aber es ist eben ein Fall, wo ich, obwohl die ein Jahr keinen Unterricht genommen hat, tatsächlich doch dahin gefahren bin und auch noch ein Angebot preislich gemacht hatte. Und dann ist das ganz, ganz blöd gelaufen. Die hat mich richtig verärgert. Ich war stinksauer und konnte das dann auch nicht runterschalten. Und dann ist mir tatsächlich ein Pferd aus einer Begrenzung rausgesprungen. Das möchte ich aber jetzt nicht so breit treten. Was ich euch dazu im Mitgliederbereich erzählen will, ist eigentlich nur diese Sache mit der Energie. Dass man halt, ne, es ist natürlich immer mein Fehler, ne? Ich hätte halt, wenn ich diese Energie habe, eigentlich sagen müssen, ich fahre nach Hause. War aber da schon stundenlang involviert. Und was bei Pferden auch nochmal so ist, wenn man sich dann bemüht, freundlich zu sein, obwohl man innerlich total verärgert ist über den Kunden und macht dann die Stunde trotzdem, das ist ja der Fehler, das hätte ich wissen müssen, dass ich es hätte abbrechen müssen, dann hat man ja diese sogenannten inkongruenten Gefühle. Und das ist mir da eben auch passiert. Ich habe auch freundlich gemacht, habe so getan, als wäre ich nicht verärgert. War es aber, und das hat das Pferd anscheinend gespürt. Die ganze Geschichte erzähle ich euch halt, wie gesagt, im Mitgliederbereich. Aber es passt sehr gut zu dem, was hier passiert ist. Und hier ist halt der Positivfall. Ich lese mal weiter mit dieser Energie. Also der Lucky, schreibt sie, verhielt sich genau wie mein eigenes Pferd. Und du meintest, dann sei mein Pferd bestimmt ein introvertiertes Pferd. Und das hatte ich ja auch schon immer angenommen, wusste aber nicht, was ich tun kann. Noch ein kleiner Einschub. Man hat introvertierte Pferde natürlich als Denkende, bei Paralyn nennt man es Left Brain, und als eher emotionale Unsicherer, bei Paralyn nennt man das Right Brain Introvert. Das hatte ich gesagt, aber ist okay. Dann lese ich weiter vor. Nun habe ich angefangen, ganz anders mit ihm zu kommunizieren, ihm als erstes immer Raum zu geben und ihn kommen zu lassen. Und seitdem hat sich bei uns eigentlich alles komplett verändert. Er spricht nun mit mir, kommt aus eigenem Antrieb zu mir, stellt sich neben mich. Das hat er sonst fast nie gemacht. Ich habe meine Erlebnisse in einem kleinen Bericht zusammengefasst. Und da du die Schlüsselrolle, also du bin ich, ne, die Schlüsselrolle dabei hattest, wollte ich dich fragen, ob du das vielleicht für deine Leser auf deiner Seite einstellen möchtest. Dann können ja vielleicht noch andere davon profitieren, die auch so ein Pferd haben. Ich habe mein Pferd schon 4 Jahre lang und hatte immer gedacht, er mag mich nicht. Ich bin ihm egal, weil er sich immer so abschottete.
Aber jetzt kommt er sogar von der Wiese angaloppiert, wenn ich ihn rufe. Und es war im Grunde total einfach. Ich wusste es vorher nur einfach nicht, was er braucht. Ich mache es auch immer noch, wenn ich merke, ich kriege mich nicht richtig runtergefahren. Dann umarme ich einfach seine Hinterbeine abwechselnd. Das kann er dann ab. Aber vorne an seinem Körper erträgt er mich dann einfach nicht. Er ist auch wirklich extrem sensibel. Dazu auch eine kleine Ergänzung. Wenn er sich hinten umarmen lässt, kann es natürlich auch sein, dass er tatsächlich hinten auch einfriert. Man hat ja immer diesen Effekt, wenn ich Pferde kennenlerne, wenn ich die Hinterhand schwer verschieben kann und die einfach einfriert und sich nicht bewegt, hat man es meist mit einem, wie ich gerade sagte, nach Parabellin White Brain Pferd zu tun. Und wenn man die Vorhand schwer bewegen kann beim Vorhand verschieben, dann in aller Regel mit einem Left Brain Pferd. Aber ich beginne jetzt mal mit dem Bericht, den ihr dann aber weiterlesen könnt, indem ihr entweder oben in der Infobox auf den entsprechenden, auf das i halt klickt, dann seht ihr ja alle Infobox-Beiträge oder am Ende im Abspann. Der Gastbeitrag beginnt, Leben mit einem unsicheren, introvertierten Pferd. Und dann fängt sie halt an, dieses Pferd würde ich nicht mehr reiten. Genau das haben sie uns beim Lucky auch damals gesagt, der ist ja auch so. Den willst du mal reiten, aber weiter im Text. Also dieses Pferd würde ich nicht mehr reiten. Also gar nicht mehr? Auch nicht mal 10 Minuten im Schritt um den Block? Nein, wenn es mein Pferd wäre, dann würde ich mich da gar nicht draufsetzen. Longieren auch auf keinen Fall. Meine Gedanken und meine ganze Wahrnehmung verschleierte sich nach dieser Schockdiagnose, schreibt diese Kundin von mir. Was kann ich denn dann überhaupt noch mit meinem Pferd tun? Spazieren gehen? Bodenarbeit mit Schrittlängenvariationen, Stangenarbeit, aber alles im Schritt. Die Pferdeexpertin erklärte mir nun noch ausführlich, mit welchen Handgriffen und Massagetechniken ich meinem Pferd noch etwas Gutes tun könnte. Aber ich nahm alles, was sie sagte, nur noch wie durch Watte hindurch wahr. Nie mehr reiten, nur noch im Schritt führen und das mit einem ehemaligen Rennpferd, na klasse. Und da verweise ich auf ein weiteres Video, wo ich ja dieses Buch, dieses Hörbuch hatte ich, Illusion Pferdeosteopathie vorgestellt habe, wo ja auch mal die Aussage war, besser schlecht reiten als gar nicht reiten. Also die Pferde wegzustellen, das tut denen nicht gut, ganz besonders, wenn sie dann stehen bleiben. Und wir wissen eben auch, dass sie, wenn sie stehen, halt viel zu viel Gewicht auf ihre Hufe haben und wenn sie dann einfach auf der Weide sind, genau so reagieren wie wir Couch-Potatoes. Man bleibt ja doch gern liegen, wenn man nicht muss. Und dann hat man auch den Effekt, dass die Pferde viel zu viel auf ihren Beinen stehen, ohne das Gewicht immer zu ändern. Also, ich meine, wenn ein Pferd lahmt oder ganz klar Schmerzen hat, dann, man kann auch nicht ständig reiten und nicht jedes Pferd reiten, aber so grundsätzlich, ne, ist es ein zweischneidiges Schwert. Wie die Geschichte weitergegangen ist mit meiner Kundin, mit dieser Kundin, mit dem Positiverlebnis, das, wie gesagt, könnt ihr nachlesen in meinem Blog. Ja, der Fall war anscheinend, dass ich mit dem Unterricht, mit dieser einen einzigen Stunde, die schon so inspirieren konnte, dass ihr das zu Hause bei ihrem Pferd, was ich noch nie gesehen habe, geholfen hat. Und die Geschichte, das Negativbeispiel, wo es richtig schlecht gelaufen ist, weil ich Fehler gemacht habe, aus denen ich natürlich gelernt habe, das wird mir nie wieder passieren, die erzähle ich euch, wie gesagt, im Mitgliederbereich, der 2-Euro-Bereich, wenn man nur für 1 Euro Mitglied ist, dann kann man ja vielleicht auch mal für einen Monat mal in den 2-Euro-Bereich sehen und findet dann mehr Videos oder auch mal in den 3-Euro-Bereich. Da sind ja jetzt im Moment auch einige Videos zu der Ariane Telgen hochgeladen. Und das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass sie mir das geschickt hat. Aber da ich morgen Geburtstag habe, habe ich gedacht, ist das eigentlich auch etwas, wo man sich auch mal selber loben kann und sich selber mal feiern kann. Im Hundekanal habe ich das übrigens auch gemacht, weil da ja ein Trainer, der schon seit 30 Jahren Hütehunde ausbildet, über meinen Hund tatsächlich gesagt hat, das ist kein guter Hund, das ist ein sehr guter Hund. Das Video wiederum könnt ihr euch anlässlich meines Geburtstages natürlich angucken.
Und ich würde mich auch freuen, wenn jemand, mich schreiben ja auch schon mal Leute an, die wünschen sich Videos und sagen halt, ich kann nichts spenden. Ich habe selbst nicht so viel, das ist auch okay. Halt, ne? Aber wer mir einen Gefallen tun will, kann verschiedene Dinge mir zum Geburtstag schenken, zum Beispiel eine Werbung durchlaufen lassen, weil wer wenig Geld hat, hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, wer weiß. Und wenn man die Werbung durchlaufen lässt und sich anguckt, verdiene ich natürlich auch Geld. Was man noch machen kann in Bezug auf den Hundekanal, man braucht ja, um die Kanäle zu monetarisieren, immer 4000 Stunden Wiedergabezeit. Die habe ich hier in diesem Kanal, habe ich die glatt. Aber in den anderen Kanälen, also im Hundekanal zum Beispiel und im Westernreitenkanal, wobei ich überlege, da wir ja keine Turniere mehr reiten, auch da euch irgendwo ein Video in die Infobox, das wir ja da gekündigt haben bei den Verbänden, ob ich da vielleicht einen Reise-YouTube-Kanal draus mache. Also, da könnt ihr gerne euch Playlists angucken, das wird mir auch helfen, und wenn ihr sie im Hintergrund laufen lasst. Aber in diesem Sinne. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst mir ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschö.